Dann herzlich willkommen zum Vortrag zu bessere Frontends mit Web Components und Polymer. Kurz zu mir, ich habe Informatik studiert hier an der FH in Karlsruhe, habe dann bei der Firma InnoVex angefangen als Websoftwareentwickler und beschäftige mich mit modernen Frontends oder modernen Workflows, die man im Frontend einsetzt. Und ab und zu mache ich auch so ein bisschen Full Stack, aber hauptsächlich Frontend und gucke mir immer ganz gerne neue Web-APIs an und die Tools, die dabei existieren. Ja, um was geht es hier in dem Vortrag? In dem Vortrag geht es primär erstmal darum, was sind eigentlich Web Components, was ist Polymer, wie kann ich das verstehen, was steckt hinter dem Begriff. Ich möchte zeigen, welche Vorteile mir das Ganze bringt, also wie kann ich mit den Components arbeiten und was wird mir dadurch erleichtert und was macht es mir einfacher. Und ich möchte stark darauf eingehen, was es für ein Ökosystem da drumherum gibt, speziell jetzt im Kontext von Polymer. Und möchte ein paar Tools zeigen und wie man das Ganze testen kann und auch noch den Browser-Support zum Schluss und ein Fazit geben. Ja, fangen wir an. Jeder Handwerker oder jeder Beruf erfordert bestimmte Werkzeuge, die wir eigentlich brauchen. Und ohne gute Werkzeuge können wir auch keine gute Software schreiben. Und warum sollen wir es uns schwer machen, alles immer plain zu schreiben? Deswegen gab es im Frontend auch schon jQuery und die ganzen Vereinheitlichungen, dass man einfach mit Dingen arbeiten kann, um eben das Ziel im Sinne von, ich muss Software schreiben, als meine Aufgabe gut möglichst umzusetzen. Und genauso wie der Handwerker eben sein Werkzeug braucht, brauchen wir Softwareentwickler auch gute Tools, mit denen wir arbeiten können. Und nur dann können wir auch gute Software schreiben. Und die Entwicklung im Web heute hat sich ein bisschen verändert zu früher. Ich habe meine Masterthesis vor einem Jahr angefangen über Web Components und die Strukturierung damit zu schreiben und habe mich auch viel mit den Spezifikationen befasst und auch viel mit den Mailinglisten, die es im W3C-Kontext gibt. Habe mir da auch bestimmt eine Woche Zeit genommen, die Mailinglisten auch einigermaßen gut durchzulesen, weil ich wollte möglichst alles erfahren über Web Components, wo das eigentlich herkommt, wo das hinführt und was dahinter steckt. Und habe dann herausgefunden, dass heutzutage die Software doch ein bisschen anders geschrieben oder entwickelt wird wie früher. Es gibt einmal die Spezifikationsentwickler, die eigentlich die harten Spezifikationen für die Browserhersteller schreiben, die dann quasi die Spezifikationen umsetzen. Zum Teil sind es die gleiche Person. Es gibt die Communities, wie es zum Beispiel für AngularJS oder jQuery existieren. Und es gibt die Entwickler, die Software bauen und Software verkaufen, um mit Geld zu verdienen. Genau hier habe ich halt gesehen können, dass die Webentwickler viel Feedback in die Community zurückgeben können, auf der Plattform von GitHub zum Beispiel. Und das Ganze fließt dann auch zurück an die Spezifikationsentwickelnden, ja genau, die dann eben auch diese ganzen Web-APIs spezifizieren. Und es macht auch Sinn, dass die Leute, die damit arbeiten, das irgendwie zurückgeben können für das, was dann die Grundlage dafür bildet, was man verwenden kann. Und meiner Meinung nach sollte Websoftware heutzutage eigentlich so aussehen. Ich habe hier mal von Michael Eidenberg, einem Designer, einen Screenshot von so ein paar Buttons rausgesucht. Da sind zwar schöne Slider dabei. Ich finde es sehr schön, die Buttons. Ich habe Toggle-Buttons. Ich habe Slider mit irgendwelchen Informationen dran. Und wenn ich mir so die Input-Felder und die Textfelder von meinem Browser angucke, dann sehen die nicht annähernd so hübsch aus. Und das ist meiner Meinung nach ein großes Problem, weil es muss doch eigentlich relativ einfach gehen. Jetzt kommt der Nächste und sagt, hey, ist super easy with Bootstrap. Gehe ich einfach hin, schnapp mir so einen modalen Dialog zum Beispiel. Es kann ja nicht schwer sein, einfach auf die Seite gehen und diesen einfachen HTML-Code kopieren. Ziemlich einfach, also ich finde es nicht so einfach. Ich habe ganz viele Divs, ich habe ziemlich viele Texte dazwischen, ich habe viele Tags, ich habe Klassennamen, ich habe IDs. Was es eigentlich macht, will ich eigentlich gar nicht wissen. Also ich will als Entwickler sagen, ich möchte einen modalen Dialog und möchte den mit dem konfigurieren, was es für mich, was eben sinnvoll für mich ist in dem Fall. Ich möchte die Textfelder, die Placeholder und einen bestimmten Text angeben. Und dann kommt noch das bisschen Script dazu. Ja, ich muss hier so einen jQuery-Selector bauen, muss dann auf ein Event hören, muss meinen Button referenzieren und muss dann irgendwie einen modalen Dialog öffnen. Das will ich aber eigentlich gar nicht machen und jeder sagt mir immer, das ist total einfach. Aber ich finde, in 2015 ist das eben nicht mehr State of the Art, wie man es vielleicht angehen sollte. Und Problem 1, ich habe Boilerplate-Code und das ist eines der größten Probleme, die wir hier aktuell haben.
wenn ich mir andere Bibliotheken oder Frameworks angucke, wie Kendo UI, dann habe ich irgendwie auch wieder so ein plain HTML, das ich irgendwie strukturieren muss, habe wieder eine etwas andere Art, wie ich mit dem JavaScript umgehen muss, um die Funktion da reinzukriegen. Ich nehme die Yahoo UI Library, habe dann auch wieder irgendwelche Templates, die ich definieren muss, die wieder speziell Yahoo-spezifisch sind. Habe wieder einen JavaScript-Kontext, wo ich meine Objekte irgendwie doch ein bisschen anders instanzieren muss, anders referenzieren muss und eine bestimmte Struktur verfolgen muss. Und ich habe AngularJS zum Beispiel. Die haben wieder andere Templates und anderen JavaScript-Code, den ich brauche. Und das ist Problem 2. Ich habe unterschiedliche Frameworks und unterschiedliche Lösungswege, aber eigentlich wollen wir das Gleiche erreichen. Und da stellt sich mir als Entwickler immer die Frage, wenn ich ein Projekt anfange und ich darf auf der grünen Wiese beginnen oder vielleicht ein neues Feature implementieren, welches Framework nehme ich eigentlich? Kann ich mischen? Nutze ich Backbone? Na, Backbone vielleicht nicht, ist vielleicht doch so alt oder doch nicht mehr so in. Nutze ich Ionic? Weiß ich nicht so richtig. Vielleicht Angular? Mal gucken. Ja, und kann ich die dann mischen? Kann ich da irgendwelche anderen Frameworks reinbringen, weil die anderen Frameworks das vielleicht besser machen? Und es ist immer schwierig, weil es sind halt verschiedene Frameworks, die zu mischen, das gibt meistens Probleme. Und jetzt kann ich mich entscheiden, entweder ich mache meine Anwendung sehr komplex und bringe sehr viele Frameworks mit rein, habe dann möglichst viele Features, die ich benutzen kann, habe viele Vorteile durch die verschiedenen Frameworks, oder ich verschließe mich auf eins und sage, hey, ich lasse mich auf dieses eine Framework ein und hoffe, dass ich genügend Informationen kriege oder genügend Plugins oder Erweiterungen oder Features, die ich verwenden kann, um eine gute Software draus zu schreiben. Und ja, und die Anforderungen für einen Webentwickler, kann man hier leider so nicht lesen, ich lese ein paar vor, sind sehr groß. Also ich habe einmal den Browser-Support, ich muss verschiedene Browser supporten, wenn ich Pech habe, muss ich einen IE supporten, der kleiner ist als 9. Dann habe ich ein Problem, dass ich halt irgendwelche Caching-Sachen in meiner Webanwendung unterbringen muss, dass es möglichst auch offline funktioniert. Dann habe ich verschiedene Devices. Ich habe mittlerweile von der Smartwatch bis zum großen Smart-TV eigentlich alles dabei. Verschiedene Auflösungen dann auch. Es muss responsive sein. Ja, das Styling soll immer ein bisschen verschieden sein. Und ganz wichtig ist auch ARIA, was immer mehr kommt, die Accessibility, dass auch Benutzer mit eingeschränkter Motorik oder mit eingeschränkten körperlichen Funktionen eben auch die Anwendung bedienen können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das sind halt viele so Aufgaben, auf die man eigentlich achten muss als Webentwickler. Und Frontends sind nun mal komplex. Sie sind schon ein bisschen mehr komplex, also ja, ich würde sagen, sie sind richtig komplex. Weil man muss doch wirklich viel einbauen und viel programmieren und es ist halt schon eine richtig schwergewichtige Anwendung geworden im Vergleich zu einfachen Webanwendungen, wie man sie vielleicht früher hatte, die noch einfache Pages waren. Und gucke ich mir jetzt zum Beispiel einen Quellcode von GitHub an, habe ich da auch wieder so eine Struktur von meinem Markup und habe da relativ viele Divs, habe IDs und Klassen, die haben auch alle eine bestimmte Bedeutung und ja, die haben auch eine Struktur da drin, aber das ist wieder nur in dem Fall jetzt GitHub-spezifisch und wenn ich jetzt zwischen vielen Projekten switchen müsste, habe ich immer das Problem, wie machen wir das eigentlich hier? Haben wir jetzt hier Klassennamen? Haben wir jetzt Prefixe vor den Klassennamen? Nutzen wir jetzt IDs für irgendeine Strukturierung? Lagern wir das irgendwie in einzelne Templates aus? Tun das serverseitig zusammen, rendern und dann ausgeben? Oder wie machen wir das eigentlich? Und da stellt sich die Frage, wird es mit Web Components einfacher? Und wenn ich jetzt mal ein Beispiel geben darf, ich möchte eine Google-Karte anzeigen, den Use Case hat bestimmt schon jeder mal gehabt und möchte das Ganze jetzt auf Karlsruhe zentrieren, dann wäre es doch schön, wenn ich einfach hingehen könnte und sagen könnte, hey, ich möchte eine Google Map mit 2 Koordinaten und dann wird es zentriert auf ein bestimmtes Zoom-Level. Ja, jetzt möchte ich aber nicht nur eine Karte anzeigen, das wäre vielleicht ein bisschen einfach, ich möchte auch einen Marker zeigen. Jetzt soll ein Marker eben auf Karlsruhe zeigen und dann wäre es doch schön, wenn ich noch so einen Google Map Marker mit einer Koordinate hinzugeben könnte. Die Koordinate ist in dem Fall die gleiche, weil es eben auf Karlsruhe zeigt. Und jetzt habe ich hier eine schöne Struktur, ich habe eine Map mit einem Marker und gebe die Koordinate an, mehr brauche ich nicht. Der ganze Boilerplate-Code fällt in dem Falle weg. Und der Code funktioniert tatsächlich, die Komponente Google Map, die gibt es schon von Google und so kann man eben einen einfachen Marker anzeigen. Aber jetzt möchte ich hingehen und nicht nur einen Marker anzeigen, sondern auch eine Route berechnen. Zum Beispiel von Karlsruhe nach München. Ja, wie kann ich das machen? Da muss ich jetzt bestimmt in JavaScript rein. Nee, muss ich nicht. Ich kann hingehen und kann sagen, zu meiner Google Map, die ich hier oben habe, kann ich unten nochmal eine Google Map Direction angeben, mache ein Binding auf dieses Map-Attribut und sage einfach, meine Startadresse ist Karlsruhe und die Endadresse ist München.
Und dann wird mir eben der Kartenausschnitt gezeigt, den ich hier sehe. Und das funktioniert wirklich, also man kann es ausprobieren auf JS Fiddle. Und das funktioniert heutzutage out of the box. Und da ist wieder die Sache, auf die ich gestolpert bin. Wenn man mal länger drüber nachdenkt, eigentlich ist es schon von Vorteil, wenn man mal wirklich nur auf die Aussage Keep it simple zurückblickt oder auf sowas wie Divide and Conquer, was man vielleicht im ersten oder zweiten Semester in seinem Studium in der Informatik mitkriegt. Das sind so die Back to the Basics. Also man sollte wirklich da anfangen, dass man kleine Module möglichst klein lässt und die Funktion durch mehrere kleinere Module quasi hinzufügt. Und mehr lokal denken bei dem Ganzen vielleicht. Ja, und ich habe mich auch mit der Historie beschäftigt. Und die Google Web Components waren nicht die ersten. Also die ersten waren eigentlich Netscape mit Action Sheets. Da konnte man so Verhalten an bestimmte Elemente dran pappen, sage ich jetzt mal. Und Microsoft dann 98 schon mit HTML Components. Und das ist schon verdammt lang her. Und die hatten auch schon die Sachen erkannt und hatten gemerkt, okay, wir müssen das irgendwie strukturieren, wir brauchen Komponenten. Und das hat sich aber leider nicht durchsetzen können. Das ist dann übergegangen in Bex, das war dann auch wieder so ein CSS-Gemisch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt, worauf ich hinaus will an der Stelle, der Bedarf war schon früh erkannt, aber jetzt erst 2010 hat Google damit angefangen, quasi das Ganze nochmal neu aufzurollen und neu zu strukturieren. Und Mozilla hat es dann auch nochmal probiert mit dieser XML-Language, das war so eine XML-basierende Sprache, mit der ich quasi irgendwie das Verhalten definieren konnte, war aber sehr komplex. Und die Web Components von Google haben einen bedeutenden Vorteil gegenüber der XBL-Spezifikation. Sie wurden aufgetrennt in einzelne Spezifikationen. Und was man heutzutage als Web Components hört, ist eigentlich nichts anderes als, ich habe meine Custom Elements, die eine eigene Spezifikation sind. Ich habe meinen Shadow DOM, ich habe meine HTML-Imports und meine HTML-Templates. Und wie das Ganze im Einzelnen aussieht, werde ich jetzt gleich zeigen. Die HTML-Templates sind in den HTML5-Standard gewandert. Das möchte ich an der Stelle nochmal kurz so erwähnen. Und wir befinden uns aktuell in einem Working Draft von den einzelnen Spezifikationen. Das ist noch relativ am Anfang, obwohl schon 2010 angefangen wurde, das Ganze zu entwickeln. Aber ich werde zeigen, wo das Ganze hingeht und welche Vorteile das dann für den Entwickler bringt. Ja, Custom Elements, das ist eben das, was man sieht, wenn man Markup schreibt. Ich habe zum Beispiel hier so einen Paper Slider mit verschiedenen Attributen und kriegt dann quasi hier unten so einen Paper-Slider. Und das ist eine semantische Information für den Browser. Der Browser kann damit was anfangen. Der weiß, es ist nicht einfach nur ein Div, sondern ich habe hier tatsächlich eine Komponente mit einem entsprechenden Verhalten und einem entsprechenden Styling. Und das bietet mir sowas wie die Klassen für das Web. Also ich habe dann so eine Möglichkeit, einzelne Objekte in mein DOM abzulegen und die dann auch so zu verwenden und habe dann halt die API im Sinne der Attribute, die ich dann verwenden kann. Und das Ganze ist eben auch wiederverwendbar. Und hier gibt es eine neue Browser-API. Ich hoffe, man kann das lesen. Es gibt auf dem Document-Object eine Register-Element-Methode, wo ich einen Namen angeben kann für das neue Custom-Element und hinten dran die Implementierung, die ich entsprechend eben der Komponente geben oder dem Custom-Element geben möchte. HTML-Imports ist so eine Vereinfachung, wo ich eben genau das Problem adressiere, dass ich sage, okay, ich habe hier so eine Bootstrap-Anwendung und möchte jetzt hier meinen Bootstrap einbinden, dann muss ich eigentlich über hingehen, meine CSS-Dateien einbinden, meine JavaScript-Files einbinden und in dem Fall auch noch jQuery. Und wenn man das Ganze jetzt einfach nimmt und in eine Bootstrap-HTML-Datei packt, so wie es hier steht, dann kann ich in meiner Anwendung einfach hingehen und sagen, mach mal hier einen Link, rel und dann import, das ist das Wichtige hier, und dann einfach nur doch den Link auf das HTML-Dokument. Und dann werden eben alle Dependencies direkt über die eine Angabe angezogen. HTML-Templates sind eigentlich was ganz Einfaches. HTML-Templates, da habe ich einen Template-Tag, kann in das Template beliebigen Markup reinschreiben, Skripte oder auch verschiedene HTML-Elemente. Und das Ganze beschreibt dann quasi so ein DOM-Snippet oder so ein Document-Fragment. Und das Ganze bleibt inaktiv, bis ich das tatsächlich in meinem JavaScript-Kontext klone und in meinen DOM appende. Erst dann werden die Skripte ausgeführt und dann werden die Images geladen. Das heißt, ich habe hier eine Möglichkeit, nativ im Browser Templates zu definieren und Templates zu instanzieren.
Und Shadow DOM ist die dritte Spezifikation, die ist sehr schwergewichtig, aber sie gibt schon relativ lang. Also die, zum Beispiel Google Chrome verwendet das schon seit 2008 für das Videotag. Und das Videotag kennt mit Sicherheit jeder. Ich kann eine Source angeben und eben sagen, ob ich die Controls hier unten möchte oder nicht. Wenn ich das tue und in meinen DevTools im Google Chrome aktiviere, dass ich diesen Shadow DOM sehen möchte, dann kann ich in dieses Video-Tag reingehen, kann es öffnen und sehe, dass da drin eigentlich nur Diffs stehen und Inputfelder. Und eigentlich ist es, ich dachte auch lange, da habe ich dann bestimmt so ein komplexes Konstrukt, das der Browser irgendwie einfügt. Aber im Endeffekt ist es einfach nur simples HTML, das quasi an der Stelle eingefügt wird und dadurch wird dieses Video gerendert. Und das ist schon sehr erstaunlich. Und man sieht halt hier auch, dass jetzt zum Beispiel die Inputfelder eben auf die einzelnen Controls, die einzelnen Controls darstellen und ich so dann quasi eine, so eine Isolierung dieser Komplexität bekomme. Und hier steht noch Shadow Root User Agent, das ist eben der Hinweis, dass ich das aktiviert habe in meinem Browser und dass eben das hier unten eigentlich gar nicht so existiert, sondern nur als Shadow DOM eben da eingefügt wird. Genau, das geht so nicht weiter. Ja, jetzt möchte ich zum Beispiel einen Videoplayer mit einer Playlist erstellen. Wie mache ich das? Also klassisch würde ich jetzt hingehen und sagen, okay, das soll so aussehen. Ich möchte links mein Video und rechts so eine Playlist, ähnlich wie auf YouTube zum Beispiel. Und ohne Verwendung von Shadow DOM sieht das Ganze so aus. Ich habe mein Div, das ist mein Container fürs Video und die Playlist. Ich habe dann meinen Video-Tag auf der linken Seite und positioniere entsprechend ein Wrapper-Div auf der rechten Seite mit entsprechenden Div-Knoten als Kind-Elemente und da drin nochmal irgendwelche Divs für die einzelnen Texte und Bilder und Überschriften. Und mit Verwendung von Shadow DOM sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ich habe auch wieder meinen Div, habe meinen Video-Tag, aber jetzt auf der anderen Seite habe ich nur My Playlist zum Beispiel als neues Element oder eigene Komponente und kriege dann schon direkt hier den kompletten Block der Playlist gerendert. Und wie sieht das Ganze intern aus? Ja, ich habe an meiner Playlist ein Shadow Root. Und an diesem Shadow Root hängen dann quasi eben die Elemente, die ich vorhin auch schon hatte, nur dass ich sie jetzt quasi isoliert von meinem eigentlichen Markup behandeln kann und dadurch eben mir den Boilerplate-Code sparen kann und das Ganze auch wieder verwendbar habe. Ja. Und auch hier gibt es eine neue API. Ich kann direkt auf dem, also hier jQuery Selector, direkt auf mein Playlist-Objekt kann ich Create Shadow Root aufrufen und an diesem Shadow Root kann ich einen Child appenden. Und das wäre jetzt in dem Fall einfach auch ein Template. Und wenn ich bei dem Template auf den Content zugreife, kriege ich den Inhalt von dem Template. Und der wird dann direkt an diese Playlist angehängt. Und so habe ich dann quasi dieses Template instanziert. Das ist jetzt die native API, die es hier gibt. Ich kann maximal ein Shadow Tree pro Element anhängen. Also ich kann nicht zwei hinzufügen. Und das Stylesheet, das ich innerhalb von meinem Template definiere, bleibt auch tatsächlich nur innerhalb von meinem Shadow DOM gültig. Also ich kann nicht ausbrechen aus dem Kontext. Und Events, wenn ich welche habe, auf Knoten, funktionieren genauso, wie ich das kenne von Webanwendungen. Ja, und Shadow DOM ist aber kein Ersatz zu Iframes. Also es ist kein Security-Kontext. Ich habe immer noch den gleichen JavaScript-Kontext. Also ich arbeite wirklich global. Aber ich habe ein gekapseltes Styling und kriege halt zum Beispiel hier auf der rechten Seite eben sowas wie diese Tabs. Ich kann einfach sagen, ich möchte irgendwelche Tabs haben, sage, welches selektiert sein soll und gebe dort an, ja, was habe ich denn eigentlich hier für Texte auf den Tabs. Und der Vorteil ist halt, ich habe einen einfachen Markup, ich spare mir den Boilerplate-Code und ich kriege jetzt hier die ganzen Effekte mitgeschenkt, weil die in der Komponente mit drin stehen. Und das macht es halt schon ziemlich einfach. Und wie sieht das Ganze jetzt mit Polymer aus? Das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert. Ich muss jetzt hier JavaScript-Methoden aufrufen, irgendwas appenden und ist mir irgendwie alles zu kompliziert. Und genau dafür gibt es Polymer. Und Polymer selber ist eine Library, die leichtgewichtig ist und eben so der Kleber zwischen den ganzen Spezifikationen bildet. Und die es mir auch einfach macht, damit zu arbeiten. Und kurz ein paar Fakten zu Polymer selber. Also Polymer ist eine Bibliothek. Der Maintainer ist Google und es wurde 2012 gestartet zu entwickeln und die aktuelle Version ist 1.2. Vor einem Jahr war es noch in Version 0.3 oder 0.5 und die Ziele von Polymer sind, mobile und moderne Browser sollen zuerst unterstützt werden. Das Ganze soll mehr deklarativ
funktionieren. Also es soll mehr Markup-Code geschrieben werden, weniger JavaScript-Code und ein sehr starker Fokus auf das Tooling-Ökosystem und auch die Interoperabilität mit anderen Frameworks. Und wie das genau funktioniert, das werde ich jetzt im Anschluss in den nächsten Folien zeigen. Aber erstmal noch die Produkte, die Polymer verwenden. Neben dem Chrome Dev Editor, das ist so ein integrierte Entwicklungsplattform innerhalb vom Browser ist, benutzt es zum Beispiel auch die YouTube Gaming Plattform. Das ist in Deutschland noch nicht verfügbar, wenn ich es richtig weiß. Das ist aber auch vollständig mit Polymer geschrieben und da haben sie auch die einzelnen Anwendungsteile in Komponenten gekapselt und entsprechend die Seite aufgezogen damit. Und ich denke mal, dass YouTube Gaming eine relativ große Plattform ist, wo dann auch gezeigt werden kann, dass es auch sinnvoll heutzutage einsetzbar ist mit Polymer. Also Google hat die Polymer-Bibliothek natürlich nicht nur für die Community geschrieben, sondern sie verwenden die auch selber für sehr viele Produkte. Sie selber sagen, es sind ungefähr 150 Produkte, für die sie die intern einsetzen. Welche das alle sind, weiß ich nicht. Ich habe leider keine Liste gefunden, wo ich dann ein paar zeigen könnte, aber die YouTube-Gaming-Plattform ist, glaube ich, eine relativ große Plattform, wo wahrscheinlich dann Google entsprechend auch viel Zeit rein investiert und die auch relativ groß aufzieht. Und der Schichtenaufbau von Polymer ist erstmal so, also Polymer wurde strukturiert in drei verschiedenen Arten. Einmal gibt es so eine Standard, wo eben alles integriert ist, alle Features von Polymer. Es gibt eine Mini-Variante, die dann nur die Templates beinhaltet, ein Shadow DOM und so einen abgespeckten Shady DOM für Browser, die das nicht unterstützen oder für Komponenten, die nicht unbedingt diesen schwergewichtigen Shadow DOM brauchen. Und es gibt eine Mikro-Variante, wo dann nur einzelne Attribute und Behaviors drin sind, also so Custom Elements zum Beispiel. Ja, und wie importiere ich jetzt eigentlich Polymer in meine Anwendung? Ich muss einfach hingehen, muss auch wieder so einen Import machen und dann eben nur auf diese Polymer-HTML. Und die liegt in diesem Polymer, in der Polymer-Ressource in der Bibliothek drin. Ähnlich wie ich das auch bei jQuery oder Bootstrap machen würde. Oder ich mache das eben Polymer-Mini, dann ziehe ich mir die Polymer-Mini-HTML an. Oder die Mikro, dann ziehe ich mir einfach die Polymer-Mikro-HTML an. Was nehme ich jetzt für was? Also All-In für UI-zentrische Komponenten würde ich sagen. Da kann man dann einfach sagen, ich nehme jetzt einfach Polymer als Full-Package und habe dann quasi alle Sachen wie zum Beispiel Data-Binding oder Helper-Functions und Styling-Helper mit dabei. Bei der Mini-Variante, das sind Elemente für wenig UI-Interaktion, da fehlt dann das Data-Binding zum Beispiel. Oder die Mikro-Variante für Elemente ohne UI-Anteile. Also es ist auch möglich, Komponenten zu schreiben, die man nicht sieht, die nicht gerendert werden, aber zum Beispiel Ajax-Calls auslösen und eben auch wieder die Response vom Server dann quasi zurückgeben. Die Dateistruktur von so einem Polymer-Element, wenn ich jetzt selber eine Komponente schreiben möchte, dann kann ich auch sagen, es ist ein Polymer-Element. Und das sieht so aus, dass ich oben einmal ein neues Element habe, auch so ein Custom-Element, das bringt mir Polymer mit, das ist das DOM-Module. Ich muss dem Ganzen eine ID geben, das entspricht dann quasi meinem Tag von meinem Element, von meiner Komponente. Ich gebe meine Imports an, die ich brauche oder nicht. Ich gebe mein Template an mit dem entsprechenden Styling und gebe noch ein Skript an, um das Verhalten zu beschreiben, um da eben meine Interaktion unterzubringen. Genau, und das Ganze ist selber ein Custom-Element, was von Polymer eben kommt. Und im Code sieht das Ganze so aus, ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Also ich habe hier oben mein DOM-Module mit der ID, habe hier jetzt das Template, habe jetzt hier oben mein Styling, das ich definieren kann, hier jetzt mein Template, aber ich muss nicht das Template-Tag drumherum schreiben, das wird automatisch von Polymer mir abgenommen. Kann Data-Binding verwenden an der Stelle und habe hier unten im Skript-Teil, was ich machen muss, ist, ich muss Polymer aufrufen, muss angeben Is und dann auch wieder mein Element-Name, das muss gleich der ID sein. Und dann kann ich Properties für diese Komponente angeben und kann hier unten dann direkt loslegen, zum Beispiel in der Ready-Function, die muss ich dann angeben, wo ich dann quasi meinen Code anlege und quasi starten kann. Und das ist quasi der Einspringpunkt für meine Komponente an der Stelle. Und das macht schon sehr einfach, weil ich eben genau diese Funktion abgenommen bekomme. Polymer kümmert sich um alles, es wird alles instanziert, das Template wird appended und ich habe eben diesen Overhead, den ich jedes Mal bei jeder Komponente machen müsste, eben nicht. Wie sieht es jetzt mit dem Styling aus? Jetzt habe ich zum Beispiel eine super Web-Anwendung, möchte mir jetzt eine Komponente schreiben und sehe, die gibt es schon, zum Beispiel einen Kalender. Aber der Kalender ist leider rosa und meine Anwendung
Sieht einfach gut aus. Und da möchte ich keinen rosa Kalender drin haben. Wie kann ich das jetzt umstylen? Also bisher war es so, dass es dafür keine Spezifikation gab, aber aufgrund von Polymer und der Entwickler-Community ist daraus eben eine neue Spezifikation entstanden. Das sind die CSS Custom Properties. Und mit denen kann ich, das funktioniert aktuell noch nicht nativ, weil das ist alles noch in der Entwicklung, später angeben, welchen Style möchte ich denn von außen an die Komponente reintragen. Ich mache mal ein Beispiel. Es gab früher diese, oder die funktionieren immer noch, es gibt diese Shadow-Selektoren, wo ich sagen kann, ich habe hier My Element und gehe einfach mit so einem Pseudo-Selector Shadow ran und sage, alle Spans innerhalb von My Element, also innerhalb meiner Komponente, sollen jetzt rot werden. Und kriegt dann quasi von außen das gestylt. Das färbt eben alle Spans rot. Bei Deep ist es so, Deep ist auch ein Selektor. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt von meiner Anwendung aus, egal welche Komponenten da dazwischen liegen, alle möchte ich rot machen. Dann würde er mir aber alle Spans in allen Komponenten rot färben. Das möchte ich aber nicht. Das ist ein bisschen so der Vorschlaghammer oder die Vorschlaghammer-Methode, die ich eigentlich in einer strukturierten Webanwendung nicht brauchen kann. Deswegen habe ich zwei Nachteile. Ich habe einmal, der Consumer, also der die Komponente verwendet, hat ein Problem, weil er muss die internen Details von der Komponente kennen. Er kann sich natürlich einen Quellcode angucken, kann sagen, hey, da habe ich einen Span, das kann ich jetzt mal umstylen. Aber wenn es ein Update gibt für die Komponente von dem eigentlichen Entwickler, dann habe ich ein Problem, weil der hat vielleicht dann dieses Element entfernt oder die ID umbenannt oder die Klasse umbenannt und ich kann mich darauf nicht verlassen. Das ist das große Problem dabei. Und ich habe eine schlechte Performance, weil mit Deep habe ich im Prinzip genau das, was ich vorher auch schon hatte. Ich kann im ganzen DOM-Object kann ich Selektoren schreiben, die mir irgendwas umstylen. Das möchte ich eigentlich nicht. Und genau deswegen gibt es die neue Spezifikation, die dann wie folgt aussieht. Ich habe innerhalb von meiner Komponente quasi definiere ich mir diese Pseudo-Variable, nenne ich das jetzt mal, mit zwei Bindestrichen und sage einfach, ja okay, my message title color, die soll jetzt eben black sein. Und ich muss dazu sagen, die linke Komponente verwendet eben die rechte und die rechte definiert erstmal, okay, ich habe einen Titel, also wenn ich die Klasse Titel bekomme, dann nehme ich mir den Farbwert aus der Variable, die ich hier angeben kann. Und dann kann ich von außen sagen, ja, wenn ich die Klasse Error angebe und den Titel hier reinschreibe, kann ich hier sagen, Error, definiere ich mir die Variable, Red, und dann wird quasi der Style von der Komponente, die andere verwendet, übertragen und es wird entsprechend rot eingefärbt. Und das Ganze kann ich auch mit anderen Klassen machen und so habe ich halt als Entwickler von der Komponente die Möglichkeit zu spezifizieren, welche Styles möchte ich überhaupt nach außen public machen und welche nicht. Dann kann der es verwendet, sagen, okay, ich kann mich auf jeden Fall darauf verlassen, das, was derjenige definiert, was er an Variablen definiert, was ich stylen kann, da kann er mir auch irgendwie die Garantie dafür geben, dass es in kleineren Versionsänderungen eben nicht stark verändert. Und das ist eine schöne Sache, dass man hier auch explizit ausdrücken kann, dass der Style an entsprechender Stelle verwendet wird. Und zu einer guten Software oder zu einer guten Komponentenstrukturierung gehört auch ein gutes Ökosystem. Und der Fokus bei Polymer liegt eben auf dem Ökosystem. Deswegen gibt es sehr viele Generatoren dafür, die mir App-Stubs erzeugen können und auch Test-Stubs für eben diese Elemente. Und auch eine Dokumentationspage, die ich dann direkt auf den statischen Webservern von GitHub unter dem GH-Pages-Branch veröffentlichen kann. Und da kann ich zum Beispiel, gibt es einen Polymer-Generator, der in YeoMain läuft und der basiert auf diesem Polymer-Starter-Kit. Das ist so eine Zusammenfassung von so einem Starter-Package, wo ich mit direkt loslegen kann, wenn ich noch nie was damit gemacht habe. Aber auch für fortgeschrittene Projekte kann man das sehr gut verwenden, weil es relativ gute Tools beinhaltet und auch Best Practices beinhaltet. Und so kann ich hingehen und sagen, ich installiere mir mal diesen Generator mit NPM und führe dann einfach mal YoPolymer aus und dann generiert er mir einen kompletten App-Stub und kriegt dann quasi so eine Anwendung, die ich auch mit so einem lokalen Webserver direkt über die Konsole starten kann, aufrufen kann und ich kriege schon so mal so ein paar Komponenten und kommt so das Feeling rein, wie es sich eigentlich anfühlt oder wie ich generell so Komponenten strukturieren kann.
Und wenn ich jetzt aber eigene wiederverwendbare Elemente generieren möchte, kann ich auch hingehen und mit dem Polymer Seed so eins erzeugen lassen, kriege dann quasi das, was ich vorhin gezeigt hatte, mit der Polymerstruktur quasi geschenkt und kann dann direkt loslegen, meine Funktionalität da reinzubringen und mal Markup zu schreiben. Und eben auch die statische Dokumentationsseite auf GitHub ist auch ganz hilfreich, weil die doch relativ hübsch formatiert wird und den Vorteil hat, dass verschiedene Komponenten eine ähnliche oder die gleiche Doku-Seite haben, sodass man sich schnell zurechtfinden kann. Und eines der größeren Features, was ich sehr gut finde, ist der Web Component Tester. Es wurde extra ein Command-Line-Tool geschrieben, um die einzelnen Komponenten zu testen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann remote testen bei Source Labs. Das ist eine Firma, bei der ich halt automatisierte Cross-Tests im Browser laufen lassen kann. Muss dafür allerdings Geld bezahlen. Und auf der anderen Seite kann ich auch sagen, ja, ich möchte das Ganze lokal testen, habe jetzt vielleicht meine Browser installiert und auf allen Browsern möchte ich es durchtesten. Und dann kann ich über die Command Line direkt auf allen Browsern testen und kriege das Testergebnis. Ich kann aber auch hingehen und kann auf den einzelnen Browsern die Seite direkt aufrufen und sehe dann die grünen Häkchen, wenn ich das mag. Genau, und das ist eigentlich sehr schön, weil ich halt out of the box eine Möglichkeit habe, die einzelnen Komponenten auch schön zu testen. Und kriege da an der Stelle auch noch die ganzen Test-Frameworks mit rein und die Assertion-Bibliotheken, die ich da brauche. Und ich installiere das Ganze auch wieder bei NPM und führe dann einfach nur WCT aus und er würde mir dann die komplette Komponenten im aktuellen Projektverzeichnis testen. Jetzt habe ich natürlich die Vorteile, ich habe die ganzen Blackbox-Tests, ich kann behavior-driven oder test-driven programmieren und meine Komponente kann als Ganzes getestet werden. Also ich habe meine API im Sinne von meinen Attributen zum Beispiel und kann ja, das Ganze von außen testen und gucken, was dabei rauskommt und kann mir sicher sein, dass das Ganze auch funktioniert. Was gibt es aber für weitere Tools außer die Web Component Tester? Es gibt zum Beispiel Polybuild, das ist ein Task, quasi ein Gulp-Task, der mir die HTML-Imports zusammenfasst, weil ich möchte zum Beispiel in Produktivbetrieb nicht unbedingt die ganzen HTML-Imports drin haben, die dann asynchron nachladen, wenn ich entsprechend die Seite wechsle. Und sie kombinieren mir auch mein JavaScript und minifizieren das Ganze. Dann habe ich ein Linter für Polymerkomponenten. Mit dem kann ich halt sicherstellen, dass ich bei der Entwicklung bereits Informationen kriege, was ich jetzt falsch gemacht habe, wo es gibt Syntaxfehler, wo gibt es vielleicht Sachen, die nicht passen. Dann habe ich ein Linting-Tool, mit dem ich das Ganze überprüfen lassen kann. Und die ganzen Tools sind von Google. Und ich habe ja genau, die ganzen Tools sind von Google, also sind relativ gut getestet und die funktionieren auch gut. Viele sind noch am Anfang, aber das sind so die Tools, mit denen man schon wirklich sehr gut arbeiten kann. Und PolyGit ist jetzt ein bisschen was anderes. PolyGit ist so ein Ansatz, naja, sie versuchen so ein GitHub-Proxy zu etablieren, wo man dann quasi die ganzen Abhängigkeiten eines Projekts über HTML-Imports quasi wie so eine Art CDN anziehen kann, wie man das zum Beispiel von jQuery oder von anderen Bibliotheken kennt, dass die irgendwo auf einem CDN liegen und man die entsprechend in sein Projekt anbinden kann, für Prototypen oder auch für größere Projekte, wo es einfach Sinn macht. Und das Ganze dann auch mit Versionierung. Also man kann dann quasi in den Imports angeben, nicht nur welche Bibliothek ich möchte, sondern auch die Versionsnummer und kriegt dann entsprechend die Abhängigkeit. Das ist auch sehr schön, um schnell was zeigen zu können. Und dann gibt es so die Polydev Chrome Extensions. Da sehe ich dann, wie viel Performance eigentlich welche Komponente bei mir braucht und kann dahin quasi meine Anwendung optimieren. Das ist auch sehr hilfreich, wenn man sehen möchte, wie viel Zeit brauche ich denn für welchen Task oder in welcher Komponente. Und da stellt sich aber oft noch die Frage, also jetzt stellt sich oft die Frage, wie groß soll eigentlich so eine Komponente sein? Soll ich die jetzt ganz klein machen? Soll ich da jetzt vielleicht einen ganzen Kalender bauen? So einen interaktiven oder wie strukturiere ich das Ganze? Ja, also meine Erfahrung war, ich habe so während meiner These so eine kleine Umfrage-App gebaut für mobile Systeme und habe die Erfahrung gemacht, dass es eben sinnvoller ist, auf kleine Module sich zu beschränken und da drumherum vielleicht andere Komponenten zu schreiben, die wiederum die anderen anziehen, sodass ich quasi so eine Art Matroschka-Prinzip habe. Und jedes kümmert sich quasi nur um einen kleinen Anteil von der Funktionalität, wie zum Beispiel eine Funktionalität fügt jetzt nur einen Schatten hinter irgendeinem gerenderten Objekt hinzu. Eine andere macht jetzt zum Beispiel
irgendwelche Hintergrundfarben oder Hintergrundbilder oder sowas. Und so kann ich das Ganze halt gut kombinieren und kann es dann auch später eher wieder verwenden, als wenn ich so einen Monolith baue, mit dem ich nichts groß anfangen kann. Aber ich soll natürlich nicht nur auf Komponenten setzen, sondern auch Frameworks, wenn es sie denn gibt, wie zum Beispiel Angular.js, die wirklich sehr gut sind, soll ich die trotzdem verwenden, aber zusätzlich dann vielleicht auch eine Polymer-Komponente dazu, weil das funktioniert eben. Also mit Polymer habe ich die Garantie, dass ich interoperabel bleibe mit anderen Frameworks und so das eben auch mischen kann. Und das ist halt hier eben der Unterschied zu einem Framework wie Angular. Ich kann jetzt nicht unbedingt Angular mit Ember mischen, das wird dann ein bisschen schwierig, aber ich kann eben eine Komponente direkt in einem größeren Framework verwenden und das funktioniert. Ja, genau, keine zu großen Komponenten natürlich einsetzen, weil dann ist es insgesamt schlecht wiederverwendbar. Und ich sollte natürlich neue Komponenten eher aus vorhandenen aufbauen. Das heißt, ich soll lieber schauen, ob es die Komponente nicht vielleicht gibt. Dann soll ich die natürlich nehmen, anstatt dann eine eigene zu schreiben. Und da möchte ich auch gleich zeigen, wo es die gibt. Aber zunächst mal noch möchte ich zeigen, wie ich die Qualität eigentlich verbessern kann dadurch. Zum Beispiel könnte ich mir jetzt vorstellen, dass ich mir einen eigenen Pool an Komponenten schreibe, die ich mal gebaut habe für irgendwelche Projekte, die es so nicht gegeben hat. Und würde die zentral in einem Repository verwalten und kann dadurch natürlich immer, wenn ich sie brauche, die ein paar Bugs beheben oder die Sache ein bisschen verbessern an den entsprechenden Use Case, den ich brauche. Ich habe das Ganze dann immer ständig getestet und auch zentral verwaltet. Und das ist halt so ein zentraler Vorteil von der Komponentendenke. Also ich kann dann eben Sachen anziehen für ein Projekt, das ich schon gebaut habe, wo ich weiß, es funktioniert gut. Ich kann es dann entsprechend modifizieren und anpassen und so wird die Komponente quasi von jedem Projekt zum nächsten ein bisschen besser. Und wo finde ich denn jetzt eigentlich die Komponenten? Also die Komponenten, die man nutzen kann, sind einerseits auf der Polymer Project-Seite unter elements.polymerproject.org. Da gibt es zum Beispiel die Iron Elements, die haben das so ein bisschen wie so ein, naja, so ein, das erinnert mich so ein bisschen an Chemieunterricht mit den einzelnen Elementen. Definiert. Die haben Iron Elements, sind so die Kernelemente, die man braucht, zum Beispiel um Ajax-Calls abzusetzen, wenn man das möchte. Oder so kleinere Funktionen wie, ja, wie so kleine Funktionshelper. Und Paper Elements sind an der Stelle die Material Design umgesetzten Elemente von Google. Da sind dann zum Beispiel diese schönen Input-Felder drin, diese Fab-Buttons und die ganzen Slider, die man vorhin gesehen hat. Und da kann ich quasi out of the box das Material Design direkt in meine Anwendung integrieren und habe da keinen Aufwand mit den ganzen Effekten und mit der Validierung von Eingaben zum Beispiel. Und dann gibt es noch ein paar andere, die Gold Elements zum Beispiel. Das sind dann eben solche, die halt für Payment-Prozesse verwendet werden können, wie Kreditkartencheck und so weiter. Und da kann man sich einfach mal durchklicken und das sind sehr hochwertige Komponenten an der Stelle, weil das eben hauptsächlich die sind, die von Google kommen. Und auf CustomElements.io findet man eben alle die quasi auch auf GitHub zu finden sind. Wenn man in GitHub in seinem Projekt in der Package JSON angibt, dass man das Keyword Web Components hat, dann werden die automatisch auf Custom Elements gelistet, weil die da von da gecrawlt werden. Und dann kann ich direkt hier auch die Komponente bewerten und kann gucken, wie gut die sind und habe auch ein Demo dazu und auch die Dokumentation, die man eben mit diesem Polymer-Generator erzeugen kann. Und so sehe ich eigentlich relativ schnell, ob die für meinen Zweck einsetzbar ist oder nicht. Weil ich immer, meist, in den meisten Fällen habe ich eine Demo dabei und kann dann direkt entscheiden, ob ich das jetzt benutzen möchte oder nicht. Und wie kann ich jetzt eigentlich eine Komponente verwenden? Also ich habe jetzt viel über Komponenten geredet, wie man Komponenten quasi strukturieren kann, wie ich sie stylen kann, was es für Tools gibt, aber wie setze ich die jetzt eigentlich ein? Zuerst mal muss ich natürlich eine Komponente finden oder installieren. Also ich gehe hin, suche mir entweder auf GitHub oder auf Custom Elements zum Beispiel eine Komponente und suche mir jetzt an der Stelle zum Beispiel den Paper-Button raus. Wenn ich jetzt Power als Dependency-Manager benutze, dann sage ich einfach Power Install, dann Polymer für das Repo und eben Paper-Button, damit ich diesen Paper-Button bekomme. Dann muss ich das Ganze in meinem Projekt importieren. Gehe also hin, gehe in meine Index.html, im Head-Bereich gebe ich an, diesen Import auf diesen Paper-Button, der unter Components liegt. Dann habe ich ihn quasi angezogen mit allen Abhängigkeiten, die er eventuell mit sich bringt und kann direkt verwenden. Und verwenden tue ich den einfach mit dem Tag, den er mitbringt. Und die Attribute, die eben in der Doku dann mit drinstehen oder dort definiert wurden. Und dann kriege ich eben diesen schönen Paper-Button, auch mit diesem Ripple-Effekt und einem leichten Schatten und habe
nicht mehr zu machen als eben genau diese drei Schritte und kann das mit jeder Komponente machen. Denkbar wäre natürlich jetzt hier auch einen Kalender zu verwenden. Und dann komme ich auch schon zur letzten Folie mit dem Browser-Support. Und da wird es jetzt spannend, weil da wollen jetzt bestimmt alle wissen, wo das schon funktioniert und wo nicht. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und das für, also mit aktuellem Stand aufgeschrieben. Nativ unterstützt wird es natürlich von Google Chrome. Und der IE, der unterstützt nur ab Version 13, also noch nicht die aktuelle, die Templates. Und alle anderen sehen auch noch nicht so wirklich toll aus. Das Einzige, was an der Stelle nativ schon sehr gut ist, meiner Meinung nach, ist, dass alle Browser angefangen haben, Shadow DOM umzusetzen. Und das ist halt ein guter Schritt in die richtige Richtung, um auch zu zeigen, dass es wirklich bei allen Browserherstellern angekommen ist, jetzt tatsächlich diese Web Components auch umzusetzen. Ob die dann nachher tatsächlich so umgesetzt werden, wie sie jetzt spezifiziert sind, ist ein ganz anderes Thema. Aber alle haben sich quasi darauf eingelassen, wir setzen das jetzt um und wir wollen das in den nächsten Versionen irgendwie ausrollen. Ja, jetzt. Ach ja, genau, die Fähnchen. Also ich kann bei Firefox kann ich die Sachen, die Implementierung aktivieren, indem ich die Flex entsprechend setze. Und dann habe ich die experimentellen Features aktiviert und dann kriege ich die Implementierung mit. Sie haben es noch nicht aktiviert, weil sie noch ziemlich viele Bugs haben. Da gibt es ein paar Unstimmigkeiten und deswegen ist es hier ein Fähnchen. Genau, und jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ja, dann kann ich es eigentlich gar nicht einsetzen. Dann macht es ja gar keinen Sinn. Nicht ganz, weil es gibt Polyfills dafür, die sind auch von Google geschrieben. Die supporten dann alles runter bis zum IE10. Und auch auf dem Firefox läuft es dann, auf dem Safari ab Version 7 und im Chrome sowieso. Und ich habe dann quasi einen Support. Und wer den IE9 nicht unterstützen muss, der kann damit also tatsächlich schon loslegen. Und das finde ich eine gute Sache, dass auch da die Polyfills direkt von Google mitkommen. Und man auch sieht, dass Google da relativ viel Zeit rein investiert hat, das Ganze auch auf den anderen Browsern irgendwie lauffähig zu machen, sodass wir das auch tatsächlich einsetzen können. Zusammenfassend kann ich jetzt also sagen, ja, es ist ein Standard, das Ganze ist nativ implementiert und das ist eben der Vorteil gegenüber einer Bibliothek oder einem Framework. Ich habe keinen JavaScript-Aufsatz auf meinem eigentlichen Browser, sondern der Browser weiß, dass ich jetzt hier ein Custom Element habe, also der weiß semantisch, dass es sich hierbei um eine Komponente handelt. Der kann das Ganze anders angehen. Das fängt zum Beispiel damit an, ich habe irgendwelche Events, die von meiner Komponente nach außen gereicht werden müssen, dann kann ich das mit dem Standard-Event-Management meines Browsers tun und nicht über irgendeine Bibliothek. Ich habe dadurch natürlich auch den Vorteil, dass wenn ich zwischen den einzelnen Projekten switchen muss, dass ich, wenn ich jetzt in der Komponentenwelt bleibe, immer genau weiß, aha, ich benutze ja auch Komponenten, ich weiß, wie Komponenten funktionieren, also funktioniert es in dem anderen Projekt genauso. Und durch die vielen Tools habe ich halt die Möglichkeit, das Ganze einerseits sehr gut zu testen, andererseits habe ich natürlich die Möglichkeit, dadurch relativ schnell und effizient irgendwelche Sachen machen zu können, weil vieles automatisiert wird, gerade was die Generatoren angeht. Auch die Testgeneratoren bringen mir sehr viele Vorteile, weil ich da direkt loslegen kann, meinen Test zu schreiben, ohne jetzt nachgucken zu müssen, wie muss ich das nochmal genau definieren, was muss ich jetzt einbinden. Das ist immer so das Unschöne am Testen. Und ich kriege halt die komplette Komplexität und das Styling-Thema in die Komponente verschoben. Also ich muss mich da wirklich nicht mehr drum kümmern und mir fällt halt eben dieser ganze Boilerplate-Code weg. Und wenn sich bei Bootstrap in der Version irgendwas ändert und ich möchte ein Upgrade machen auf eine andere Major-Version, dann habe ich oft die Schmerzen, wow, wie machen wir das jetzt in einem neuen Framework? Da muss ich ja alles nochmal neu kopieren und habe sehr viel Arbeit damit und meistens funktioniert es dann doch nie auf Anhieb. Und bringt einem eigentlich nichts als Schmerzen. Und von daher ist es an der Stelle schön, wenn man die Komplexität gleich von vornherein weglässt. Dann kann nämlich die Komponente selber geupgradet werden, ohne das andere eben entsprechend großartig zu tangieren. Und der andere große Punkt ist auch die Interoperabilität mit anderen Frameworks. Ich habe vorhin erwähnt, dass es mit AngularJS eigentlich kein Problem ist. Es ist nicht ganz so, dass es so einfach ist, also gerade was jetzt das Data Binding angeht. Wenn man das mit dem Data Binding vereinen möchte, dann muss man so ein paar Feinheiten beachten. Ich habe das mal kurz überflogen. Gibt zwei verschiedene Ansätze, wie man das machen möchte. Kommt immer darauf an, ob man ein Two-Way-Binding möchte oder ein One-Way-Binding. Und da muss man aufpassen, in welcher Reihenfolge man irgendwelche Polyfills importiert und nicht. Ja, und da das Ganze einfach testbar ist, habe ich eine solide und, wenn man es richtig macht, qualitativ hochwertige Komponente, die ich mit Spaß einsetzen kann. Ja.
Und wer mag, kann sich noch weitere Ressourcen ansehen, also zum Beispiel vom Polymer Summit. Das war ein eintägiger Summit von Google in Amsterdam, wo sie eben die ganzen Features von Polymer vorgestellt hatten. Es sind, glaube ich, 9 Stunden Videomaterial über Polymer. Also da kann man sich sehr viel Informationen noch anschauen, wer möchte. Es gibt auch schon so einen Goldstandard oder so Best-Practices-Ansatz als GitHub-Repo, wo dann eben bestimmte Dinge wie zum Beispiel Event-Handling oder irgendwelches Data-Binding näher beschrieben wird, wie man es machen sollte und wie eher nicht. Und auch von Google, von Rob Dodson, gibt es ein Polycast. Mittlerweile gibt es da 30 verschiedene Folgen, wie man eben seine Komponente strukturieren kann, wie man mit der Komponente bestimmte oder wie man bestimmte Polymer-Features einsetzen kann. Kann ich nur empfehlen, kann man sich gerne angucken. Und da stehen dann noch alle Details, die man braucht. Ansonsten wäre ich soweit durch mit meinem Vortrag. Bedanke mich fürs Zuhören und falls Fragen sind, gerne fragen.